Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Strahlender Diamant. Wir befinden uns in Jubelstadt und haben jetzt schon uns in der Trainerschule behauptet gegen zwei Trainer. Und ja, wollen uns jetzt hier weiter Jubelstadt angucken. Und da fällt doch sogar gleich dieser Typ ins Auge, an den ich mich sogar auch sehr gut erinnern kann. Wie bitte? Du willst ja echt der Pokémon-Trainer sein, du bist aber nicht mal ein Pocket. Das ist so was wie eine Pokémon-Armbanduhr. Oder eine eine Pokémon-Rolex oder wie du es auch immer willst. Weil du lebst echt hinter dem Mond. Ich habe den Pocket erfunden, musst du wissen. Ich stelle ihn jetzt serienmäßig her. Aktuell leite ich zudem auch noch eine Werbekampagne dafür. Und um daran teilzunehmen, musst du nichts weiter tun, als drei Clowns in Jubelstadt zu finden. Wenn dir das gelingt, bekommst du von mir einen Pocket geschenkt. Nice. Sehr unauffällig. Sehr auffällig, würde man mal sagen. Momente hängen, Moment. 6 Popelle, genau. Mehr Pokémon kann man nicht im Team haben. Wie er sich wegdreht, so richtig arrogant. Hi. Hallöchen, wir sind einer der Clowns aus der Pokémon-Werbekampagne. Hier ist meine Frage. Wird ein Pokémon stärker, indem es Kämpfe beschreitet und Erfahrungspunkte anhäuft? Ja. Bingo, damit liegst du Gold richtig. Pokémon werden in der Tat stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf besiegen. Manche Pokémon nehmen dadurch sogar irgendwann eine völlig andere Gestalt an. Das ist man dann Entwicklung. Ja. Hier, bitteschön, ein Pocket-Coupon. Und davon dürfen wir jetzt 3 sammeln. Interesting. Wenn wir jetzt hier in Jubelstadt jetzt umschauen. Jubelstadt liegt auf einem Stück Land, das heißt das einst aus einem Berg gehauen wurde. Entschuldigung. Die Menschen und Pokémon aus Erzelingen haben fleißig dabei geholfen. Interesting. Ja, da wollen wir als nächstes hinreisen. Sollen uns auch die erste Arena erwarten. Wer bist du? Ich habe in der Trainerschule meinen Abschluss gemacht. Mit ein bisschen Lernfleiß kannst du sicherlich auch einen noch stärkeren Eindruck machen. Das hat ein Shinux. Nox! Grüß dich. Geht's weiter? Oh, hi. Sag mal, machst du eigentlich auch bei der Pocket-Kampagne mit? Ja. Nein? Oh, du solltest es aber unbedingt tun. Oh. Der will mich davon abhalten, weiterzugehen. Aha. Verstehe. Tag auf, woher kommst du? Aus Zweiblattdorf also. Ein schönes, beschauliches Örtchen. Jubelstadt hier hingegen ist riesig. Da leidest du bestimmt einen Kulturschock. Hat die gerade genickt? Das ist aber ziemlich komisch, was Lucia nach einem Gespräch macht. Ein Pachirisu. Interessant. Und ein Pikachu. Ihr wisst ja, ich bin ja nicht so Fan von Pikachu. Aber Pachirisu ist cute. Ist süß. Oh, deine Pokémon sind wirklich reizend. Hier, warum gibst du nicht einen von ihnen nicht diese Flinkklau zum Tragen? Das ist nice. Damit ist die, hat es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass ich früher angreifen kann. Gebe ich doch auch gleich sogar ein. Nice. Haben wir sie? Hier haben wir die TM. Einen der 3 Coupons. Ja. Bekommt Findus. Da er sogar so underlevelt ist, also 3 Level drunter ist, kann er die Flinkklaue nicht sogar gebrauchen. Gucken wir mal. Du? Ist ein Pocket nicht wundervoll? Ohne solch einen Pocket wäre man als Trainer doch wirklich aufgeschmissen. Aha, was soll ich dann sagen? Naja, wir bekommen ja glaube ich auch gleich einen. Hast du schon ein paar Heilbälle im Pokémon Supermarkt gekauft? Nein. Fängst du ein Pokémon mit einem solchen Ball, wird es vollständig geheilt. Ja. Bringt in manchen Situationen was, aber eher unnötig. Also ich finde den eher unnötig. Das bedeutet, dass du das Pokémon sofort, nachdem du es gefangen hast, im Kampf einsetzen kannst. Ja, wieso bringt dir in manchen Fällen was, wenn allerdings dein Team voll ist, bringt dir der eher nichts. Also, na. Am Anfang vielleicht, wenn du es gleich verwenden willst, aber ja, sonst eigentlich nicht. Und was im Inneren des Balls musst du eine heilende Wirkung haben. Ja, aber auch nur beim ersten Mal. Sobald du es dann gefangen hast und es dann da drin ist, dann ist der Ball unnütz. Ich liebe es, wenn meine Pokémon ihre Attacken einsetzen. Wenn sie stärker werden, erlernen sie manchmal sogar neue Attacken. Ich freue mich dann immer riesig, wenn sie ihre neuen Attacken zum Einsatz bringen. Mhm. Schöne Sache. Wieder das Gleiche hier. Ja, ist halt damals leider so gewesen, dass die Häuser immer gleich aussehen. Und es ist eigentlich auch bei den heutigen auch nicht anders, ne? Wenn man sich Schwert und Schild anschaut. Also da hat sich nichts dran geändert. Aber ja gut, das sind jetzt Remakes. Da haben sie es einfach originaltreu halt übernommen. Logisch.
Dementsprechend ist hier genau dasselbe Regal mit dem Radio drin. Also Ghetto Blaster. Lol. Naja. Gehen wir weiter. Kennen wir ja nicht anders von Pokémon. Dafür machen die Kämpfe halt Spaß. wie er wegguckt, Alter. Er weicht richtig meinen Blick aus. Mensch. Hallöchen, ich bin einer der Clouds aus der Pokéschwer-Kampagne. Aber eine richtig dreiste Sau. Hier ist meine Frage. Kann man einem Pokémon ein Item zu tragen geben? Ja. Bingo, da liegst du Gold, richtig. Ich glaube, man muss bei jedem Frage nur einfach nur Ja sagen. Egal, ob man es weiß oder nicht. Einfach nur Ja. Ein Pokémon kann exakt ein Item tragen. Manche Items zeigen Wirkung, sobald sie von einem Pokémon getragen werden. Trägt einem Pokémon eine Beere, verspeist diese bei Bedarf eigentlich nicht während eines Kampfes. Hier bestimmt deinen Pocket-Coupon. Oh, das ist, ja, das ist Nummer 3. Passiert. Wo ist denn die Nummer 2? Wer bist du? Ich glaube, das sind die, glaub, das sind die Ass-Trainer, kann das sein? Ich glaube, die Grünhaarigen sind die Ass-Trainer, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Oder Ranger? Sind es die Ranger, die Pokémon Ranger? Also eins von beiden, entweder die Ass-Trainer oder die Pokémon Ranger. Eins von beiden. Nee, die Ranger waren orange. Pokémon Ranger waren orange. Ich glaube, das sind die Ass. Oder? Der hatte so eine grün-orange Weste. Ah, ich weiß es nicht. Entweder ist es der Ass-Trainer oder Pokémon Ranger. Eins von beiden. Hey, ich weiß, das kommt etwas plötzlich, aber hättest du Lust, einer Gruppe beizutreten? In einer Gruppe kannst du mit anderen Mitgliedern zusammenarbeiten oder dich mit ihnen messen und so jede Menge Spaß haben. Na, was sagst du? Gruppe gründen. Komm in die Gruppe! diese Scheiße, ey. Muss man kennen, aber das ist ein richtiger Haufen Müll, ey. Komm in die Gruppe! Rolex, Bargeld, das ist mein Lifestyle, ey. Genau. Die ganze Scheiße, ja gut. Nee, ich mach mal keine Gruppe auf. Ich komme nicht in die Gruppe. Kein Bock drauf. Oh, das ist aber schade. nee, so. 300.000 Euro in 5 Monaten klingt zwar ganz nice, aber... nicht bei der Scheiße. Können sie das jetzt vergessen habe, ist echt traurig. Aber gut, interessiere mich auch nicht so für Autos. Na, scheiß drauf, ich hab's eh wieder vergessen. Je mehr man sich mit seinen Pokémon unterwegs ist, desto zutraulicher werden sie. Glaube ich zumindest. So traurig schaust du mir auch, versuchst du mir auch aus dem meinem Blick zu entgehen, du. Was war das? Was war denn bei dem los? Ich bin einer der Clowns aus der Pocket-Schwer-Kampagne. Jetzt meine Frage. Pokémon gehören ja bekanntlich verschiedenen Typen an. Gilt es auch für Attacken? Ja. Also müssen wir wirklich bei allen drei Fragen nur Ja sagen. Wow. Bingo, damit liegst du Gold richtig. Wenn ein Typ eines Pokémon dem seiner Attacke entspricht, fällt diese wesentlich stärker aus. Das nennt man Step. Hier bitteschön, ein Pocket-Coupon. Ja, das ist die Nummer 2. Warum auch immer hier hinten die 2 ist und da vorne die 3. Hätte man eigentlich auch andersrum machen können, aber scheiß drauf. Hab ich nicht entschieden. Oh. Was sind das? Ich werde weitere Apps für den Pocket entwickeln. Ah, das ist die große Firma so gesehen. Aber egal. Denn genau wie im Pokémon entwickelt sich auch mein Pocket weiter. Okay. Was gibt's denn alles zu sehen? Komm bei der Pocket Gesellschaft. Heißt ja einfach Pocket Gesellschaft, Leute. Wir sind ein Familienunternehmen und ein solches gar nicht und als solches gar nicht sonderlich groß. Okay. Hier geht's wieder raus. Hier ist so ein Getränkeautomat, mit dem ich aber leider nicht interagieren kann. Eigentlich könnte man hier sowas wie hier Tafelwasser und so kaufen. Oder eine Limonade. Aber hier geht's irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Wir versuchen stets uns in die Lage eines Trainers zu versetzen, wenn wir neue Apps für den Pocket entwickeln. Sicherheit für uns die Zufriedenheit unserer Kunden absolute Priorität. Jo. Okay, und hier haben wir wieder noch ein Pachirito anstatt und ein Pipi. Pipi. Und ein Typ. Der vollständige Name des Pockets lautete Pokémon Chronometer. Das wäre ein bisschen zu lang. Aber egal, ich bin übrigens der Vater des Präsidenten der Pocket-Gesellschaft. Sitzt ja einfach so rum. Aber gut, sollst du ja wissen.
einfach nichts Besseres zu tun. Was ist das hier? Das ist das Hightech-Mülleimer? LOL? Also so sehen unsere Mülleimer noch nicht aus. Oder sind das Drucker? Digga, was ist das? Im ersten Blick so aus wie so ein Hightech-Mülleimer, aber ich glaube ich glaube, dass es eher ein Drucker ist. Ja, moin. Also so sehen die Drucker, die ich kenne, nicht aus. Interesting. Okay, das kenne ich schon eher. Oh ja, und der Mülleimer. Aber er ist leer. Super. Hier stehen Beschreibungen zu den jeweiligen Pocket-Apps. Über welche App möchtest du etwas lesen? Nicht. Wir lesen mal was über die App abbrechen. Mist, gibt's nichts zu lesen. Verdammt. Gut, dann schauen wir mit dem Mülleimer nach. Leer. Mist. Verdammt. Hier stehen Beschreibungen zu den jeweiligen Pocket-Apps. Abbrechen. Nice. Gibt's ja nichts zu lesen. Meine Fresse. Gibt's ja viel zu lesen. Mein Mann ist Präsident der Firma. Dabei hat er mal ganz klein in einer Garage angefangen. Interessant. Dinge herzustellen, die ihm gefielen. Nun fährt er mir Produkte an, die Menschen auf der ganzen Welt glücklich machen. Stell dir das mal vor. Ich sehe es. Ich brauch's mir nicht vorstellen. Ich hab's ja vor Augen. Sag mal, hast du eigentlich einen Pocket? Davon gibt es zwei verschiedene Modelle, die jeweils unterschiedliche Farben haben. Pink und Blau? Für den jeweiligen Charakter, den man spielt vielleicht? Weiß es nicht. Der Pinke würden wir jetzt zu den Pinken bekommen, leider. Aber egal. Überall auf der Welt denken sich Leute neue Apps für den Pocket aus, die dann du dann an allen möglichen Orten erhalten kannst. Für PCs hier findest du Beschreibungen zu den jeweiligen Apps. Also zu abbrechen. Tolle App. Wirklich spannend. Und auch hier können wir wieder die erstaunlichen Funktionen des Abbrechen-Buttons lesen. Interesting. Und gucken, wie der Mülleimer leer ist. Ebenso wie einen leeren Getränkeautomaten, der nur Bilder dran klemmert von irgendwelchen Getränken, die kein Mensch kennt. Die sogar japanische Zeichen, glaube ich, drauf haben, wenn ich das richtig sehe. Lol. Der Abfalleimer ist leer. Toll! Wahrscheinlich ist hier auch wieder nur die erstaunlichen Funktionen des Abbrechbuttons zu sehen. Ja, krass. Gut, dann gehen wir halt wieder. Hau ich einen ab. Liegt ja dran, dass wir halt noch keinen Pocket haben. Wir haben somit keine Apps. Lass mich durch hier. Müssen wir ein bisschen durchwursteln. Oh, da kommen wir schon drauf. Ist halt ein bisschen anders als auf dem DS. Mit dem Steuerkreuz, mit dem klassischen Steuerkreuz. Jetzt haben wir einen Stick, mit dem wir das steuern. Ich muss unten. Hier ist der Typ. Hi. In welchem der Kokons sehen? Natürlich mit Hilfe des fantastischen Pocket. Ja, da brauchst du doch jetzt einen Taschenrechner, um die 3 zu zählen. 1, 2, 3. Bravo, da kann ich nur applaudieren. Im Tausch gegen die Kokons erhältst du einen Pocket von mir. Wie versprochen, bitte sehr. Pocket. Jetzt habe ich auch mal ein paar Apps im Gegensatz zu dem Abbrechen-Button. Kannst dein Pocket auch mit neuen Apps aufrüsten, um die noch vielseitiger zu machen. Drücke die R-Taste und probiere den Pocket gleich mal aus. Nice. Drücke die R-Taste, um den Pocket zu öffnen. Berühre den Bildschirm, um ihn zu bedienen. Und halte die R-Taste gedrückt, um ihn wieder zu schließen. Wie berühren Bildschirm. Ich spiele im TV-Modus, sonst könnte ich das hier nicht aufnehmen. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Aha. Oh! Wow. Okay. Also es wäre Touch, aber... Ha, hier ist der Taschenrechner. Ist das nicht der... Weil es gab doch auch einen Schrittzähler, glaube ich. Oder, nee. Oder gab es den Hardcore Soul Silver? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, im Hardcore Soul Silver gab es einen Schrittzähler. Ja, machen wir mal 9 mal... 76. Wow. Spannend. Was gibt's noch? Das ist der Schrittzähler. Yay, das ist der Schrittzähler. Das, obwohl ich mit dem Ding noch nicht mal gelaufen bin. Der kann an meinem Körper messen, wie viele Schritte ich im Game schon gegangen bin. Was ein geiles Gerät. Hier könnte man wieder resetten, aber das machen wir mal nicht. Es würde mich mal interessieren, wie viele Schritte wir am Ende gegangen sind. Aber da der, glaube ich, bei 9999 aufhört, weiß ich jetzt nicht. Können wir unsere Pokémon angucken?
Oder einfach mal drauf tippen und den Ruf ans anhören. Mehr auch nicht. Und hier haben wir die Uhr. Es ist gerade 21.56 Uhr. Da stimmt. Und es wird auch noch ein Weilchen gehen. So, mach mal zu das Ding. Man kann es sogar oben einblenden. Guck mal. Aber ich weiß es nicht, ob es will. Oder was? Muss ich mir den oben einblenden lassen? Mhm. Oder wird er irgendwann ausgeblendet? Komisch. Ich glaube, der wird irgendwann automatisch ausgeblendet. Kann das sein? Wir warten es mal ab. Ich würde sagen, ich lasse mich jetzt mal davon nicht beirren. Ah, die Karte, stimmt. Die wollten wir uns, glaube ich, in der letzten Folge noch angucken, oder? Unsere Karte von Sinnoh. Tolle Region. Sehr, sehr tolle Region. Hier die Ost- und Westseite. Und das große Gebirge in der Mitte. Und hier oben dieses Schneegebiet. Hier ist die Pokémon-Liga. Hier, genau, da. Ist immer eine große Stadt davor. Ja. Das ist die erste Stadt mit der Arena. Ist die hier? Nee, Herzhoffen. Windkraftwerk. Oh! Das, daran kann ich mich noch erinnern. Das Windkraftwerk. Elysis. Ewig genau. Hier müssen wir hin. Ah, der ewige Wald. Genau. Flori. Ich spoiler mir zu viel, aber wir haben mal die Region gesehen. Nice. Und ich glaube, wir werden den Pocket da oben nicht mehr los. Egal. So, kommen wir hier denn hier hin? Das interessiert mich jetzt mal. Ich glaube, wir werden hier aber nicht weit kommen. Ich glaube, wir müssen nach links und weiter unten müssen wir, glaube ich, weiter. Ich glaube, hier werden wir nicht weiter kommen. Hier finden wir erstmal einen Paraheiler. Boah. Der Schluck auf setzt wieder ein. Entschuldigung. Hab zwei Burger gegessen, an die es interessiert. So, das kommt jetzt wieder hoch. Was treffen wir hier? Ein Blitzer. Das haben wir schon. Rainer, mach es fertig. So. Ich glaube, wir können so langsam auch zu Dings rüber switchen. Zu Findus. Der macht sich auch langsam bewährt. Der ist ja schon Level 7. Ich glaube Level 7. Ja. Dann ist schon die Hälfte für Level 8. Gut, dann wechseln wir jetzt mal zu ihm. Da kann er jetzt schon Donnerschock. So. Und dann zeig mal den Zuschauern, was du drauf hast. Kannst du sogar schon im ersten Trainerkampf behaupten. Guck mal. Wie nice ist das denn? Sieht sich gerade stark aus. Willst du es mal gegen mich versuchen? Hat der Maul. Findus wird dir schon zeigen, was er da drauf hat. Ja. Ich habe jetzt gehofft, da wäre ein starrer Lidi dabei. Dann wäre es natürlich perfekt. Aber wir haben es mit einem Bidizer zu tun. Komm, dagegen, den schaffst du es auch. Kleiner Findus. Was soll hier Scheinungs überhaupt darstellen? Das bin ich mir nie ganz sicher gewesen. Soll das ein Hund darstellen oder eine Katze? Das sieht sehr, sehr komisch aus. Kannst du tatsächlich nicht gerade denken. Aber passend wäre es, wenn das eine Katze wäre. Oh Gott, der ist Level 7 sich gerade. Und der kann Einigler. Obwohl, warte. Ach, der steigt nur die physische Verteidigung, ne? Ja, dann juckst mich ja nicht, Donnerschock ist speziell. Dann mach's ruhig weiter, also. Toller Zeitpunkt. Macht's wirklich. Also wenn die wirklich nur Einigler einsetzt, dann wird es ja easy. Da hat ja Findus leichtes Spiel. Ist die dumm. Ja, easy. Ah, die Flinkklaue, genau. Ja, greift eh vorher zuerst an, ne? Ist egal. Heuler kann das Vieh noch. Oh, da habe ich ja so eine Angst.
senkt auch nur den normalen Angriff. Physischen. Was eine Flasche. Ja, easy. Good job, Findus. Nice. Level 8 für dich. Ladevorgang. Mhm. Er stärkt Elektroattacken und erhöht, glaube ich, den speziellen Angriff. Können wir mal kurz nachgucken. Uns das bestätigen lassen. Aber sollte den Spezialangriff steigern und die nächste Elektroattacke ist stärker. Hebt die Stärke für die kommende Elektroattacke und erhöht die Spezialverteidigung. Okay, geht auch, okay. Stärkt die nächste Elektroattacke und erhöht die Spezialverteidigung. Ja, klingt gut. Kann man reinmachen. Ja, kann man machen. Ist zwar bestimmt irgendwann demnächst jetzt wieder was kommen, was besser ist, aber kann man machen. Knut. Grüß dich, Knut. Ach. Was eine Flasche. Mal davon abgesehen, dass ich jetzt ihn sehr effektiv angreifen kann. Carpador kann nichts. Sag mir jetzt nicht, dass er zwei Carpador hat. Dann ist es eine richtige Flasche. Krass. Das wird ja so spannend. Ja, leichtes Spiel für Findus, würde ich sagen. Leicht verdiente Erfahrungspunkte. Ah, Starra Lilly. Grüß dich. Vielleicht der nächste perfekte Gegner. Hier kommt der alle wie gerufen. Fresst meinen Donnerschock. Oh, er stand doch damit sehr effektiv, ne? Da dachte ich, die waren eigentlich mal schlauer als Game Freak und haben das rausgemacht. Da haben sie es doch drin lassen. Oh, Mann. Habe ich euch schon einmal fast gelobt, ey. Naja. Was willst du anders erwarten? Egal, komm. Gehen wir weiter. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Weil ich glaube, wir kommen irgendwann oben nicht mehr weiter. Entschuldige, aber dürfte ich meinen Kampf bitten? Ja. Ich hab's ja gesagt, ich werde nicht jedes alles nur vorlesen, was die Trainer sagen. Was meistens eher unnütz ist. Giratina mit einem Knospi. Interesting. Very interesting. Sollte normal effektiv sein. Flinkklaue. Aber nicht sehr effektiv. Nicht sehr effektiv. Warum kein... wegen Pflanze? Es kann sein wegen Pflanze. Okay, das ist doch ein Problem. Aber... ich gehe trotzdem auf Risiko. Ich weiß es nicht, ob Knospi eine Pflanzenattacke hat. Aber ich glaube, selbst wenn, Knospi ist nicht sonderlich stark. Es muss schon erstmal zu Roserade werden, um dass es wirklich stark ist. Nette Somnia. Sagt mir jetzt gerade nichts. Ich bin gerade etwas verwirrt. Kriegst Klaps auf dem Arsch. Ah, Absorber. Das ist scheiße. Absorber ist richtig assi. Aber ich kann nicht auf Aglaknarre gehen dann. Das ist nicht sehr effektiv. Vielleicht wieder bei Klaps. Das macht ja schon wesentlich guten Schaden. Und es ist so dumm und die ist so dumm und setzt Wachstum ein. Versucht sich kampftechnisch zu steigern, bringt dir aber nichts, wenn du tot bist. Also war nicht sonderlich schlau von dir. Hättest du mehr draus machen können. Ich meine ja nur.
Naja, ich bin stark. Du meinst eher, dass du blöd bist, ne? Mehr nicht. Hättest du viel mehr draus machen können. Aber ich wiederhole mich nur. Ja. Hier spawnt nichts anderes. Ich möchte mehr sehen. Das ist dreckig wie die Zahl. Erfahrungspunkte sind gern gesehen, aber ich möchte mehr Pokémon fangen. Ja, der hat uns nochmal gesehen. Da steht effektiv. Sehr, sehr schade. Ich dachte, wir hätten eigentlich mal aus den Fehlern von Game Freak gelernt. Wird bestimmt wieder zig wie oft Hate geben in der Community. Paralysiert. Ah, diese geringe Chance, die Paralyse wirkt. Also kommt und wirkt, ne? Dass sie wirkt, dass sie kommt bei einer und cool. Ist wieder ein anderer, logischerweise. Der klingt gut. Mhm. Haben wir das. Trank brauchen wir, glaube ich, noch nicht reinschmeißen. Hier gegen den wollen wir noch kämpfen. Oder will er überhaupt kämpfen? Nee, will er nicht. Eine Höhle blockieren viele Felsen den Weg. Mit der App... mit der App VM-Attacken des Pockisch kannst du sie vielleicht aus dem Weg räumen. Okay. Es gab ja schon die Gerüchte, dass die VMs wieder zurück sind. Um halt originaltreu zu bleiben. Warte, ich wollte das Schild lesen. Die Höhle bin ich natürlich sehr gespannt. Der Sound, den ich ja gerade eben bisschen so, der Sound, den ich so ein bisschen gehört habe. Verwüsteter Pfad. Okay, gut. Der klang gut. Sieht ja schon mal sehr, sehr nice aus. Und ja, auch hier unten treffen wir Pokémon. Angefangen mit einem Zubat, okay. Let's catch it. Kommst du mit klar, Findus, oder ist es... Das wirst du killen. Zumindest mit Donnerschock. Also, ich würde gerne den Donnerschock raufballern, aber das... Ja, oh. Rudi, krieg dich ab. Chill. Ich will's fangen. Damit du Bescheid weißt. So. Very good. Supi. Subat, ein Pokémon der ersten Gen. Ein Klassiker. Subat hat zwar keine Augen, kann jedoch mit Hilfe von Ultraschallwellen, die es aus dem Mund aussendet, Hindernisse erspüren. Mhm. Wissenswertes zu Subat. Und nein, du bekommst keinen Spitznamen. Bist nämlich kein Teammitglied. Hat zwar coole Weiterentwicklung, also X-Bat ist schon nicht schlecht. Kann man in der zweiten Generation gut und gern spielen. Aber wir sind in der vierten Generation, also da gibt es bessere Flug-Pokémon. Flug und Gift ist es ja wohl bemerkt. Diese Felsen wirkt sehr robust, ob man die Schiffe an der VM-Attacke wohl zertrümmern kann. Ja, wir noch nicht. Na gut. Oh. Der Sound war nice. Mit den Steinen. Mhm. Gut, den kannst du vernichten. Konzentrator besitzt Zubat. Vernichtet. Das war schlecht. Naja. Damit hätte ich es auch locker fangen können. Das kann sogar absorber, natürlich. Ne, Blutsauger war das, ne? Ich glaube, Blutsauger war das. Auch nervig. Sei nicht so stark wie Absorber. Aber auch nervig. Hui. Ja, Findus holt auf. Hat Rainer schon fast eingeholt. So schnell kann's gehen. Rainer lernt Charme. Uff. Ja. Von mir aus. Aber den Witz, den ich dahinter verstehe, den werdet ihr nicht verstehen, weil ihr
sag mal so, ich kenne im Real Life einen, der Rainer heißt. Aber ja. Ich find's halt lustig, ihr könnt es halt leider nicht verstehen, aber trotzdem. Und seht euch mal das Wasser an. Also eins muss ich in dem Game lassen, das Wasser in dem Game sieht sehr, sehr nice aus. Wow. Oh, das hat man auch in dem Trailer gesehen, da diese erste Szene an dem Wasser am Anfang, an dem Teich. Ursprung? Nee. Wie hieß er? Ursprungsteich? Am Anfang, wo unser Pokémon bekommen haben. Da sah das auch nice, hat man ja schon in den Trailern gesehen. Oh, hier sieht man wieder, bei dem Wasser haben die sich echt Mühe gegeben. Sehr, sehr nice. So, du meckerst jetzt auch nicht mehr rum, dass ich einen Pocket Charm soll. Was sagst du überhaupt, wenn ich ihn habe? Was willst du, Rico? Dann wie sieht's aus, Nintendo? Sag schon, bist du letztes Mal stärker geworden? Ob ich auch stärker geworden bin? Also wirklich. Sag mal, sieht man das nicht etwa nicht? Sicher bin ich da. Los, ich beweise es dir. Ui, unser erster Kampf gegen unsere Rivalen. Normalerweise würde so eine Animation kommen, wie er richtig irre agiert. Oh, das hat leider hier nicht mehr gepasst oder so. Aber ja, egal. Er kommt mit dem Starrer Lili. Ach, ey, du arme Sau. Friss meinen Donnerschock. One Hit. So wie ich das sehe. Beim Zubat hat es nicht ganz geklappt, aber das Starrelli wird weg vernichtet. Eliminiert. Zubat kriegt unnötige Erfahrungspunkte. Alles klar. Und er lernt sogar Staune. Juckt nicht. Und Schelast kommt ins Spiel. Ich bleib. Ja, es wird safe eine Pflanzenattacke haben. Nicht übermütig werden, es ist auch ein Kampf, der Kampf ist noch nicht entschieden. Aber ich gehe bei dem auf jeden Fall nicht auf eine Elektroattacke. Bleib bei Tackle. Ja. Das wird leidend. Ah, ja, super. Das wird leidend. Ich könnte zwar die Verteidigung senken, aber ich glaube, das bringt mir nichts. Soll ich es mit Ladevorgang probieren? Es ist nicht sehr effektiv, aber ich muss es probieren. Weil auf Plinfer zu gehen, ist ein zu großes Risiko. Oh Gott. Aber ich greife ja mit dem Elektro, greife ich ja speziell an. Also seine, der kann seine Verteidigung, normal physische Verteidigung ruhig hochballern. Dorsch hat er speziell an. Boah, da es nicht sehr effektiv ist, macht es dementsprechend auch kaum Schaden. Aber die ganze Zeit nur auf Panzerschutz. Kannst du auch was anderes außer Panzerschutz, mein Lieber? Wärst du gegen Ende nicht sogar doch schlau, zu blind vorüberzugehen? Der hat safe eine Pflanzenattacke. Level 9, safe hat er einen. Auf Level 6 sollte er schon irgendeine Pflanzenattacke erreichen. Erlernen. Tackle kann auf jeden Fall. Ich mach mal weiter. Hat dann, wenn nicht, sogar auch einen Trank. Boah, aber wenn ich sogar auch überlege. Nett. Pokémon hat ziemlich viele KP verloren. Das könnte eng werden. Wenn ich auch zu Plinfer rübergehe, würde es sich auch, glaube ich, nicht lohnen. Oh Gott. Weil Plinfer hat ja auch mit Wasser überhaupt keine Chance. Und, ja. Da könnte ich auch nur auf Tackle rübergehen und das macht jetzt. Würde jetzt auch gefühlt keinen Schaden machen, ne? Ich muss den mit Ladestrahl und Donnerschock ausknocken. Hab sonst keine Chance. Allerdings macht er mich auch langsam. Macht das, wird es auch bei mir langsam eng. Boah, dein Ernst? Warum kann ich mir in solchen Momenten einfach mal einen Volltreffer kommen? Ich hab immer so ein Pech. Komm, reicht das ein Donnerschock aus? Komm, das ist nur ein KP oder so. Ja, okay. Boah, good job, Findus. Good job.
Nice gemacht. So, beide Level 11 jetzt, oder? So schnell hat Findus aufgeholt. Zubat. Juckt nicht. Und da wurde es besiegt. Ich war da richtig aggro. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Ja. Es war zwar ein ganz schönes Geplänkel, also ich musste richtig lame kämpfen. Aber ja, mit meinem Starter hätte ich überhaupt gar keinen Erfolg gehabt. Weil ich bin mir sicher, der hat eine Pflanzenattacke. Da kannst du mir erzählen, was er will. Was du willst. Der hat seine gehabt. Der hat sie nur nicht genutzt. Ah, ich habe verloren. Das wäre aber auch schlauer von ihm gewesen, weil er das Step drauf bekommen. Aber jetzt sage ich dir, das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Das ist das erste Mal, dass du verloren hast. Du willst mir sagen, das ist das letzte Mal. Na, das will ich mal sehen. Ich werde jetzt zum stärksten Trainer mauern, den die Welt je gesehen hat. Als erstes knöpfe ich mir gleich mal den Arenaleiter von Erzlingen vor. Ich werde mich verrückt trainieren. Ja. Dann wünsche ich dir da mal viel Erfolg bei, denn ich werde genau dasselbe tun. Aber erstmal werde ich meinen Pokémon aufpäppeln. Den guten Findus, der ja wirklich alles gegeben hat. Sein Bestes gegeben hat. Aber wortwörtlich. Good job. Und wir haben eine extrem lange Pokémon Strahlen der Demand Folge somit. Wenn euch der erste Battle gegen unsere Rivalen Rico gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und beim nächsten Mal bereisen wir weiter die Sinnoh-Region in Pokémon Strahlender Diamant. Haut rein. Und ciao.